Wer nach Elbflorenz reist, kann das berühmte Gemälde Sixtinische Madonna bewundern, den gesamten Zwinger oder die wiederaufgebaute Frauenkirche. Doch wer nach Elbflorenz reist, ist in Dresden. Und diese Stadt hat ein Problem mit Nazis, wie ein Abgeordneter des Dresdner Stadtrates es formuliert. Und eine Mehrheit im Rat am Mittwoch nun sogar ein Papier unter dem Titel Nazi-Notstand mit Fragezeichen verfasst hat. Über den Begriff gab es heftige Debatten. Notstand. Das bedeutet, es besteht akute Gefahr wie bei Naturkatastrophen. Gefahr sehen viele in Dresden durchaus. Gilt auch Sachsen als rechte Hochburg. Im ganzen Bundesland nahmen die rechtsextremistischen Gewalttaten zwischen 2017 und 2018 um 45% zu. Der Stadtrat Dresdens hat nun beschlossen, konkret gegen rechts anzugehen. Claudia Reiser. Dresden ist Kulturstadt, ist Landeshauptstadt, hat touristisch viel zu bieten. Doch bekannt ist das sogenannte Elbflorenz auch für solche Bilder. Seit 5 Jahren demonstriert Pegida in der Stadt. Es gab fremdenfeindliche Übergriffe, ein Attentat auf eine Moschee. Doch herrscht in Dresden deswegen ein Nazi-Notstand? Eine Frage, die auf seine Initiative in Dresden nun diskutiert wird. Max Aschenbach von der Satirepartei Die Partei hat einen Antrag mit genau dieser Frage in den Stadtrat eingebracht, weil die Politik sich ja seit Jahren, seit das Problem eigentlich nicht mehr leugnenbar ist, weigert, tatsächlich auch negativ dagegen vorzugehen, in dem Sinne zu sagen, nein, wir ächten rechtes Gedankengut und wir reden auch nicht mit Nazis, sondern das ist einfach ein No-Go. Im Stadtrat wurde der Antrag kontrovers diskutiert, vor allem weil viele Stadträte dem Bekenntnis zum Kampf gegen rechts zustimmen, aber nicht den gewählten Formulierungen. Am Ende wurde der Antrag komplett umgeschrieben und dann mit einer deutlichen Mehrheit mit den Stimmen von SPD, Grünen, Linken und der FDP angenommen. Die Überschrift aber, Nazi-Notstand? Sie konnte nachträglich aus formalen Gründen nicht mehr geändert werden. Ist es eine Zuspitzung? Das ist ganz klar, aber sie hat den Hintergrund, dass wir als Stadtgesellschaft klar sagen, dass wir Leute unterstützen, die sich dagegen stellen, dass wir erwarten von allen, die sich gegen Rassismus, Antisemitismus stellen, engagieren und dass wir diese Pegida-Hetze hier in unserer Stadt nicht mehr wollen. So heißt es unter anderem, dass die demokratische Alltagskultur und Engagement gegen die Ursachen extrem rechter Positionen gestärkt werden sollen. Für die CDU reine Symbolpolitik. Also wir haben sicherlich etwas sehr Unerwünschtes. Das sind Demonstrationen, die am rechten Rand und rechtsextremistischen Hintergrund durchaus haben. Das ist alles, was uns bekümmert. Aber das wird mit diesem Antrag, den der Stadtrat jetzt beschlossen hat, nicht ansatzweise besser. Die CDU stimmte geschlossen gegen den Antrag, genau wie die AfD. Beide forderten stattdessen ein Bekenntnis gegen jegliche Form von Extremismus, auch gegen links. Zudem halten CDU und AfD den Begriff Nazi-Notstand für unangemessen. Zumindest mit letzterem sind sie nicht alleine. Auch der Tourismusverband betrachtet diese Formulierung als schweren Schlag für Dresden.